Jokos, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute entscheide ich über Cristiano Ronaldos Leben. Denn wir spielen heute den Cristiano Simulator. Also wir werden sein Leben simulieren. Ich könnte dafür sorgen, dass Ronaldo ein Penner auf der Straße wird. Ich könnte ihn aber auch zu einem Fußballer werden lassen. Alles liegt in diesen Händen. Okay, wir sind hier. Dabesh Ahmed? Ich will nicht Dabesh Ahmed sein. Habibi, gib mir Cristiano Ronaldo. Ah, hier. Hier gebe ich einfach den Namen ein. Ronaldo. Ah, ich habe Cristiano falsch geschrieben. Ja, ohne H. Ohne H. So, Mail. Was kann man noch nehmen? Oder wie Mail? Mail. Land ist Portugal. Wo ist Portugal? Da, Portugal, zack, Stadt. Stadt können wir eine eigene Stadt eingeben. Ronaldo ist aus Madeira, das weiß ich, weil da sein Museum ist und ein YouTuber da wohnt. Select your special talent, Sport. Und start Cristiano's Life. Mhm. Werbung, ernsthaft? Das Spiel hat nicht mal angefangen. Hot or not? Ja, sieht schon gut aus. Hot! Nein! Ich wurde zu der App weitergeleitet. Okay. Cristiano Ronaldo, 0 Jahre alt. I was born a male in Madeira. I was in accidental pregnancy. Accidental? Unbeabsichtigt! Meine Eltern wollten mich nicht! Also, Ronaldos Eltern wollten Ronaldo nicht? Meine Mutter ist Luisa Jesus. A male career. Einem. Postkarriere? Postbotin? 34 Jahre alt? Und mein Vater ist Francisco Ronaldo, Navy Enlistee. Wer soll... Woher soll ich wissen, was Navy Enlistee heißt? Tut nicht so, als wäre euer Englisch so viel besser. Navy Enlistee. Ich find's nicht mal. Er arbeitet bei der Navy irgendwas. Und ich habe eine ältere Schwester, die Maria heißt. We have a family mongrel. Mongrel! Was ist ein Mongrel? Ah, ein Hund. Wir haben einen Hund, der heißt Lulu. Wir sind relativ glücklich in unserem Leben. Wir sind sehr, sehr gesund. Ronaldo ist sehr fit. Wir sind nicht sehr schlau und wir sehen komplett hässlich aus. Was zur Hölle? Aber wenn man drüber nachdenkt, ich habe schon ein Bild von Ronaldo gesehen, wo er als Kind sehr, sehr, wo er als Kind nicht so aussieht wie jetzt. Vielleicht kommt das noch. Hübschigkeit. Hübsches. Hübschigkeit. Egal. Wir gehen ins nächste Jahr. Wir sind ein Jahr alt, sind glücklicher geworden, gesünder geworden. Nicht schlauer, nicht hübscher. Das muss wirklich noch kommen. Und jetzt sind wir zwei und haben einen neuen Freund. Taj. Allah gut sei. An Afghan little boy named Taj wants to become your friend. Taj Alakotsai, male, age 3. Birthplace, Afghanistan. Er sieht nicht sehr gut aus, was wir auch nicht tun, aber eine wichtige Regel. Ihr müsst der hübschere Freund sein. Sonst kriegt ihr nicht die Bitches. Und ich glaube, wir sind ein kleines bisschen hübscher als Taj. Er ist nicht besonders schlau und ein bisschen verrückt. Hey, warum nicht? Jeder braucht einen Freund. Become friends. Friends till the end. You are now friends with Taj. Okay, wir haben unseren ersten Freund und wir sind komplett glücklich. 100%. Nur unser Aussehen könnte ein bisschen besser sein. Aber wir sind noch 2 Jahre alt, das passt. Jahr Nummer 3. Diaz Ronaldo, brother. Your parents just had a baby boy named Diaz. Your new brother. Name Diaz Ronaldo. Relationship, little brother. Wir haben einen kleinen Bruder bekommen. Wir hatten schon eine ältere Schwester, aber ein Bruder ist cooler als eine Schwester. Also nehmen wir das auf jeden Fall mit. Einen weiteren Jungen in der Familie. Ja, Nummer 4. Und jetzt müsste Ronaldo bald in die Schule kommen oder so Kindergarten oder so. Und wir treffen auch einen neuen Jungen kennen. A little boy named Miguel wants to become your friend. Ah, oh, meine Eier jucken. Ah! Oh! Miguel, male, 5. Alle unsere Freunde sind älter als wir. Er sieht, und jetzt kommt's, ein Stückchen besser aus. Aber das Problem ist, er sieht nicht nur besser aus, sondern er ist auch noch cleverer als wir. Ah,
was machen wir? Hier gibt's doch einen Würfel. Wir können den Zufall entscheiden lassen, ja. Wir lassen den Zufall entscheiden. Wir haben ihn abgelehnt. Tschüss, Miguel. Du siehst zwar besser aus und bist schlauer als ich, aber, ich weiß nicht. Du heißt nicht Ronaldo. Jahr Nummer 5. Hämorrhoids. Your father is suffering from hemorrhoids. Leidet an Hämorrhoiden. Kenn ich nicht, Digga. Scheiß drauf. Heul nicht rum. Wir kommen in die Schule. Und unsere Schule heißt Little Alfonso Primary School. Sehen wir dadurch ein bisschen besser aus? Nein. Aber wir haben einen neuen Freund. Your classmate Ricardo wants to become friend. Er ist auch 6. Sieht scheiße aus. Pluspunkt. Und er ist clever. Nur ein bisschen verrückt, ja. Become friends. Mein zweiter Freund in meinem Leben. Und jetzt sind wir komplett glücklich, komplett gesund. Nur noch immer behindert hässlich. Ich hoffe, das ändert sich noch. Tod. Nein. The family mut Lulu died at the age of... Ach, der Hund. Ich dachte, wir sind gestorben. Scheiß auf den Hund. Weiter geht's. Wir können unser Aussehen boosten. Ja. Yeah. Das machen wir. Ronaldo hat's auch gemacht. Make me look fabulous. Ja. Mach es. Ah, ich muss dafür eine Werbung gucken. Ernsthaft. Ich versuche es ein bisschen mehr zu machen. Genau. Nerv ihn nicht. Er will seinen Döner essen. Thank you for watching. Ich wollte es nicht gucken. Your neighbor gave you a cool new hairstyle. Old look, new looks. Much sexier. Wir ignorieren das. Wir machen weiter. 7 Jahre sind wir. Wir sehen schon viel besser aus. Ich wäre aber gerne hier so. Aber Ronaldo hat auch nochmal einen Boost gemacht in seinem Gesicht. Vielleicht können wir das auch nochmal irgendwann machen. Wir sind 8. Fangen wir... Eyesight! Nein, wir sind blind geworden. Your parents are concerned with your eyesight. And are taking you for an eye exam. Nein, wir sind blind geworden. Wie sollen wir so Profifußballer werden? Eye exam, start the test and tap the letter number that's different than the others before. Ah, jetzt werden ganz viele Siebenen angezeigt zum Beispiel und das eine 1 runter und wir müssen sie so schnell wie möglich finden. Sonst sind wir blind. Okay. Okay, komm schon. 3, 2, 1, go! S! S! Ja! 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 Keiner von euch war schneller. Und wir haben unsere Augen gerettet. Ich bin der Grund, warum Ronaldo Profifußballer wird. Diese Hände hier. Okay, wir werden 9. Wir müssen langsam das erste Mal Fußball spielen. You are suffering from tonsillitis. Junge, ist das eine Gyros Peter? Was ist tonsillitis? Hört sich an wie der Stürmer der griechischen Nationalmannschaft. Tonsillitis. Mandelentzündung. Ach. Kann man die nicht sogar rausmachen? Ich kenn's nur aus den Comics und so, wo du die Mandeln rausnimmst und dann kann man so viel Eis essen, wie man will. Aber, ich glaube, dafür muss man erstmal diese Mandeln haben. Die hat, glaube ich, nicht jeder. Also ich hatte es nie mit dem Eis essen. Ich hole mir ein Eis. Okay, 9. Wir gehen jetzt ins Jahr 10. Jeder von uns hat mit 10 Fußball gespielt. Ronaldo? Casting Call, Theater, nein! Ronaldo soll kein Schauspieler werden. Your elementary school is putting you on the Nutcracker Prince. And there's an opening cast call. What will you do? Wenn es unbedingt ist, was Ronaldo will, Schauspieler zu werden, dann lassen wir das Spiel selbst entscheiden. Surprise me. Audition. Werden wir Schauspieler oder was? Ja, 11 und wir sind beste Freunde geworden. Nee. Ricardo möchte mein bester Freund werden. Ricardo ist nicht der, mit dem ich seit Tag 1 bin. Seit Tag 1 war ich mit diesem, dessen Namen ich vergessen habe, diesen anderen Typen, den ich zuerst als Freund genommen habe. Deswegen, keep the status quo, man. I, my the other one best friend. You good friend. Der andere war schon länger mein Freund, sorry. Ich hab noch eine Krankheit. Pneumonia. Lungenentzündung. Oh, das ist wirklich schlecht. Lungenentzündung ist wirklich eine schlimme Krankheit. Bitte sagt, wir können trotzdem Fußballer werden. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Mit einer Lungenentzündung kann man immer noch Schauspielen.
dann wird Ronaldo in dem Leben einfach der beste Schauspieler. First kiss. You have an opportunity to have your first kiss with a girl from your class named Mae Sosa. Oh, das hört sich schon sexy an. Oh, warte, wir sind noch... Wie alt sind wir? 12. Beruhigen wir uns. Aber sie sieht verdammt nochmal gut aus. Run away from her? Nein, das macht gar keinen Sinn. Kiss her with Tongue? Kiss her, but definitely no Tongue. Mit Zunge oder ohne Zunge? Ohne Zunge. Ohne Zunge. You kiss Mae Sosa. Her enjoyment? Ihr hat es gar nicht gefallen? Wie kann dir das gar nicht gefallen? Weißt du was? Du warst eh hässlich, Mo Sosa. Du warst eh hässlich. Nächstes Jahr. Es ist, weil wir noch nicht hübsch genug sind. Troublemaker. While in your history teacher, Mrs. Lopez, your classmate Maria, all of a sudden begins ripping pages out of textbook, yelling fake news with each new page tier. What will you do? Report her to Headmaster? Nein, wir sind keine Snitch, wir sagen keinem Direktor was. Laugh at her? Weiß halt nicht genau, was sie gemacht hat, weil das hier so auf schwierigem Englisch steht. Or ignore her antics oder attack her. Oha! Machen wir den Würfel. Aber nicht attackieren. Wir haben sie gesnitcht. Oh, someone getting trouble. You visited the Hairmaster office and reported. Wir haben sie verpetzt. Eine Sache kann man sagen, Hauptsache wir sind die ganze Zeit gesund. Obwohl wir schon vier Krankheiten oder so bekommen haben. Also, ich check nicht, warum da 100% steht. Aber ich nehme es auf jeden Fall mit. Die Frage ist, wann kann ich endlich im Fußballteam mitmachen? Kann ich das bei hier bei Activities? Mind and Body. Ja, Ronaldo geht mal spazieren oder so. Und er hat das Spazieren genossen. Spazieren ist wirklich sehr nice. Ich mach's auch mal hin und wieder. Also zweimal im Jahr. Aber wenn ich's mache, ist es cool. Und wir sehen besser aus deswegen 4%. Also wenn ihr hässlich seid. Geht einfach spazieren. Ronaldo soll YouTube machen? Direkt! Kein Weg darf dazu führen, dass Ronaldo ein besserer YouTuber wird als ich. Und jetzt haben wir einen eigenen YouTube-Channel mit Cristiano. Wir sind jetzt in der Secondary School, unsere zweite Schule. Und ja! Fußball! Und wir gucken unser Athleticism an. Komplett voll! Now that you're in Secondary School, you are thinking about participating in an extracurricular activity. What will you do? See what my school offer. Fußball. Es muss Fußball sein. Die Schule muss Fußball, ein Fußballteam haben, oder? Join the art club. Also Ronaldo wird auf jeden Fall nichts zeichnen. Basketballteam. Wäre cool, aber wo ist Fußball? Was soll das? Sag mir nicht, die haben keinen Fußball. Ja doch. Soccer-Team. Soccer? Es heißt nicht Soccer. Daran merkt man, das ist eine amerikanische App. Keiner sagt Soccer. Ronaldo kann doch nicht ins Soccer-Team. Wie sich das anhört. Soccer? Nein, jetzt tut's weh, da drauf zu drücken. Aber wir müssen da durch. You successfully try out? Und ich wurde ausgewählt für das Fußballteam. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Mit 16 müssen wir gut werden in Fußball. Partikalo, Jok. Eine Gruppe von Kindern, mit denen ich mich befreundet sein möchte, wollen bei meinem Lehrer Eier gegen sein Haus werfen. Alter. Sie fragen, ob ich mitmachen möchte. Es sind aber nicht meine Freunde. Ich finde sie nur cool. Und wisst ihr, was daran falsch ist? Alles. Denn diese Kinder sind meistens die uncoolen Kinder. Was ist mit meinem besten Freund? Tajij. Oder mein anderen Freund, der mein bester Freund werden wollte. Ich habe seinen Namen vergessen. Nein, ich komme nicht mit. Geht alleine. Wo wart ihr, als ich 3 war? Wahrscheinlich zu Hause, aber trotzdem, wir sind keine besten Freunde. Nein! Unfriended. Your friend Touch has unfriended you. What will you do? Ist das dein Ernst?
Wir haben so viel miteinander durchgemacht. Nur damit du mich für irgendwelche anderen Leute wegschmeißt, als wäre ich nichts wert. Ich hätte mit viel cooleren, viel bekannteren Leuten chillen wollen, aber das wollte ich nicht. Weil du mein bester Freund warst. Weil wir uns kannten, seitdem wir 3 sind. Und dann gibt es für dich eine Gelegenheit und du schmeißt mich einfach weg. Habe ich dir so wenig bedeutet? Ist dir mein Herz so wenig wert? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Denn gerade von dir bin ich enttäuscht. Gerade von meinem Freund, seitdem ich mit 3 befreundet bin, bin ich enttäuscht. Insult him one last time? Ich werde nicht lügen, das hat mich gerade ehrlich ein bisschen traurig gemacht. Mir geht es gut. Keine Sorge. Let him go oder try to salvage our friendship. Versuchen zu reparieren, Freundschaft reparieren. Du kannst mich nicht einfach wegschmeißen, so long partner. You tried to salvage your friendship, but we're unsuccessful. Er ist einfach undankbar. Und dann versucht man sogar die Freundschaft zu retten, nur damit man nochmal gekorbt wird. Und das nicht von einem Mädchen, sondern von deinem besten Freund. Ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht und traurig. Du sahst nicht besonders gut aus. Du warst nicht der Schlauste. Ich hab dich aber gemocht. Anscheinend hast du mich nicht so sehr gemocht. Und jetzt sind wir auch viel unglücklicher. Egal, Leben geht weiter. Wir sind 18. Wir haben die Schule beendet. Und jetzt müssen wir uns auf den Fußball konzentrieren. Oh, Athletic Scholarship. You have received... Also wir haben ein Stipendium bekommen, heißt es auf Deutsch. Und wir müssen jetzt entscheiden, was wir studieren noch nebenbei. Ich nehme einfach mal irgendwas, was richtig langweilig ist, damit Ronaldo sich komplett auf Fußball konzentriert. Wir nehmen extra Physik. Accepted. Werden wir Fußballprofi? Es könnte wirklich sein. Driving License. Jetzt kommt unsere Führerscheinprüfung. Take the test. Take it! What does this road sign mean? Circular intersection? No outlet, recycled oil. Öl ist das nicht. Outlet, weiß nicht, was es ist. Ich nehme einfach dieses circular intersect. Check. Ich nehme das. Pull up, skirt. You pass your... Wir haben unseren Führerschein direkt mit 18 bestanden und jetzt sollten wir uns auf den Fußball konzentrieren. Wir haben fast alles voll. Konzert. Your friend Ricardo has tickets for Nipsey Hussle Konzert and invites you to go with him. Ich kenne den nicht, juckt mich nicht. I don't feel like it. Geh alleine. Oh nein, nicht, dass Ricardo uns auch unfriendet. Ricardo, bleib unser Freund, bitte. Ich habe keine Freunde mehr. Your friend Ricardo is looking to go on vacation and is asking you for advice. Where he should go. Okay. Give him good advice. Give him bad advice. I can't help him with that. Ignore him. Wir geben ihm guten Advice. Ich habe nur noch den Freund. Ich muss ihn gut behandeln. Okay, wir werden 21. Also kommen wir in mein Alter. Und wir haben das erste Mädchen. Nein! Alles für ein Mädchen. Scheiß Mädchen. Und am Ende wird unser Herz eh gebrochen. Okay. Your classmate Isabel has asked you out. Isabel Barbosa, female. Isabel Barbosa. Sie hört sich so sexy an. Und ich kann's jetzt sagen, weil wir jetzt 21 sind. Badminton-Team. Sie gehört zu den beliebten Kindern und ist Single. Sie sieht nicht so gut aus, hat aber gute Noten und ist sehr beliebt. Sie sieht nicht so gut, aber wir sehen auch nicht so gut aus. Wir nehmen sie mit. Sie sieht sogar hier auf dem Bild süß aus, deswegen komm. Start going out with her. Yeah! Und wir haben unsere erste Freundin auf dem Bild, sehen wir nicht so aus wie Ronaldo, aber... Wir heißen so... Warte mal, warum ist da ein Basketball neben unserem Namen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich beim Fußball-Ding angefangen habe. Sagt mit dem Fußball klappt's. Graduation, nein, und ich habe kein Angebot bekommen. Ja, ich habe ein Angebot bekommen! You have been offered contract to play professional soccer? British Team. Wolverhampton! Premier League! Wir haben ein Angebot für die Premier League bekommen. Das hört sich ehrlich an wie bei Ronaldo. Unsere Mannschaft ist relativ stark. Wir kriegen 920.000. Accepted and move to United Kingdom. Oder wir verhandeln noch das Geld. Nein, scheiß auf das Geld! Wir gehen in die Premier League! You must have to the United Kingdom. Yes. Your girlfriend has agreed to go with you. Sie kommt mit? Ah, okay. Warum nicht? A fresh start. You have moved to United Kingdom in order to join. Position Torwart! Bro! Ich hab 22!
20 Jahre gelebt, das eine Mädchen ohne Zunge geküsst, einen Freund verloren, um Torwart bei Wolverhampton zu sein? Ich will kein Torwart sein. Seit wann ist ein Cristiano Ronaldo ein Torwart? Ah. Und guck mal, wie unberühmt wir auch sind. Kein Torwart wird der beste Spieler der Welt. Even though you're a virgin, your girlfriend Isabel wants to take your relationship to the next level. Ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Was das bedeutet. Ja. 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 Wait until marriage. Nein, let's do it. Her excitement und sie hat sich auch noch gefreut dabei. Was mich persönlich nicht juckt. Aber wenn sie sich gefreut hat, haben wir... Oh yeah, haben wir uns auch gefreut. Sogar mehr als sie. Das ist, wie es ein Mann tut. While traveling to an away game on the team bus, your teammates begin to debating who soccer goat is. And they ask you for your opinion. Diego Maradona. Mata? Juan Mata von Manchester United? Ist er in Diskussion mit Diego Maradona und Pelé? Oder ich selbst? Sag ich selbst? Ich bin ein scheiß Torwart. Nein, Diego Maradona ist es. Er ist der beste Spieler, den es jemals gab. Okay, wir sind Achter in der Premier League geworden. Ah, wir sind fucking Goalkeeper, Digga. Ich hab's wirklich verkackt. Abstinenz. Unser Coach sagt uns, wir dürfen kein Alkohol mehr trinken. Ich trinke gar keinen Alkohol. You tore your MCL in a game against Liverpool. Torn MCL? Was ist das? Nein, irgendwas mit dem Knie oder so. Egal, wir spielen das Spiel zu Ende gegen Liverpool. Wir müssen zeigen, was wir können. Bitte sag nicht. Nein. You were unable to continue playing. Sag, komplett mit Fußball? Nein. Ach Quatsch, ja, nee, wir kriegen noch ein Angebot. 3-Jahres-Angebot von Wolverhampton mit 2,3 Millionen. Ich sag nicht nein. Okay, wir sind jetzt langsam 25. Wir werden ehrlich nicht mehr der beste Fußballer, den es jemals gab. Aber wir können der beste Torwart werden, den es jemals gab. You missed your entire third season at Torn MCL. Wir sind immer noch krank. Aber wir kriegen Geld, immerhin. Drug-Test. Ah, okay. Klar könnt ihr meine Pisse haben. Ich pisse euch auch ins Gesicht, wenn es sein muss. Alles sauber. Neuer Freund. Young woman from Ukraine named Oksana. Sieht super aus. Schlau. Bisschen verrückt. Become friends with her. Ist ja nichts Wildes. Nein! Nein, meine Freundin hatte Hämorrhoide. Das, was mein Vater hatte. Auch die vierte Saison konnten wir nicht spielen, wegen unserer Verletzung. Oh, aber wir sind Millionär! Aber wir sind Millionär. Nächstes Jahr. Und ich habe auch meine fünfte Saison. Also ich habe 2,3 Millionen für eine komplett 3 Saisons, die ich krank war, bekommen. Kriege ich jetzt überhaupt noch eine Verlängerung? Release. Ich wurde rausgelassen. Nein. Kriege ich wenigstens noch eine andere Chance irgendwo? Und meine Freundin ist pregnant. Keep the baby oder don't keep the baby? Keep the baby oder don't keep... Surprise me. Wir haben das Baby abgetrieben. Ah. Aber meine Freundin hat trotzdem entschieden, sie bekommt das Baby. Es ist immer die Frau am längeren Hebel. Okay, wir können den Namen dafür jetzt aussuchen. Wir nennen sie, ich wollte dich. Last name, Ronaldo. Ich wollte nicht Ronaldo. You are proud father. Immerhin sieht sie gut aus und ist schlau. Nein, wir sind kein Fußballprofi mehr. Wir haben es nicht geschafft. Zu dem Zeitpunkt könnten wir uns jetzt auch einfach umbringen. Können wir uns selbst umbringen? Wir haben offiziell verkackt. Und mein Vater hat jetzt auch irgendeine Kackkrankheit mit Kacken. Meine Freundin hat mich gefragt, ob ich sie heirate. Und unsere Beziehung ist sehr, sehr gut. Ja, eigentlich macht das der Mann, aber okay. Wir haben aber trotzdem verkackt im Leben. Wir sind 32 und ein einzige Saison Torwart bei Wolverhampton gewesen. Why no Reddit? While shopping at Sex Toy Store? Why ever gonna say you think Elon Musk bought Twitter and not Reddit? What's wrong with Reddit? An der Stelle machen wir Werbung für mein bzw. unseren Reddit. r/HamedLokoReddit. Der beste Reddit in Deutschland und auch fast der einzige, weil die anderen YouTuber kein Reddit haben, aber wir haben einen. Ach, keine Ahnung, ich check die Frage nicht mal ganz genau, deswegen klicken wir einfach irgendwas. It's full of neckbeards. Meine Mutter hat auch eine Kackkrankheit bekommen. Wie es aussieht. Isabelle ist schon wieder schwanger. Nein. Don't keep the baby. Sie hat das Baby trotzdem bekommen. Oh, wir haben das Baby trotzdem. Nicht schon wieder, Ronaldo. Und jetzt fragt uns unsere Freundin, ob wir heiraten. Überrasch mich. Und unsere Frau ist schon wieder krank.
schwanger. Okay, vielleicht wenn ich Keep the Baby klicke, ist es ein Junge diesmal? Bitte sei ein Junge. Ja! Gustavo! Gustavo lassen wir genauso. Gustavo Ronaldo. Oh, endlich haben wir einen Jungen bekommen. Endlich. Ah, okay. Wir müssen ihn beschneiden, oder nicht? Wir beschneiden ihn. Bro, ich bin am Ende mit meinem Leben. Ich habe jetzt 3 Kinder. Ich bin 37, war eine Saison Torwart. Lass mich irgendwas Kriminelles machen. Lass mich eine Bank ausrauben, jawohl. Irgendwo, ist egal. Birmingham. Unsere Waffe sollen wir uns auswählen. Ich nehme eine Spielzeugpistole. Wir müssen uns verkleiden als Politiker. Und wie wir abhauen mit einem Hoverboard? Was zur Hölle? Mit einem Zug. Raub es aus, Ronaldo. What went wrong? You were caught. Okay, wir wurden von der Polizei erwischt, aber wir können abhauen. Lauf, Ronaldo, lauf! Wir sind doch schnell. Man, they quick, you were caught by the police. Wir können 10 Jahre ins Knast kommen? Wir sind nicht schuldig. Nein, wir wurden trotzdem für schuldig erwiesen. Kann man abhauen? Join a gang? Nein. Wisst ihr was? Ich bring mich einfach um. In dieser Parallelwelt hat Ronaldo nicht nur seine Fußballkarriere verkackt. Er hat 2 schlechtere Kinder bekommen. Einen Sohn, auf den er sehr stolz war. Aber auch nur einen Freund gehabt und seinen besten Freund verloren. Und er war hässlich. Das ist die Geschichte von Cristiano Ronaldo Nummer 2. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten oder nach oben. Es juckt nicht. Eine Bewertung ist eine Bewertung. Das pusht das Video. Deswegen könnt ihr auch einen Daumen nach unten da lassen. Wenn ihr wollt, dass ich dasselbe nochmal mit Messi mache oder mit wem anders, dann schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich es auf dem Zweitkanal. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Ay Loco. Ja. Folgt mir auf Insta und Twitter. Warum? Keine Ahnung, bist du dumm? Folg einfach. Folg! Tschüss!